Herr Präsident, die Damen und Herren, den 30. April habe ich das Proposition der Modifikation des Reglements deposiert, die als Ziel hat, initial vier mittels seinem Wort, Prozessverboten von der Konferenz des Präsidenten vom Büro können öffentlich zu machen. Mein Ziel, und das verstopp ich nicht, war für eine generelle Disposition zu finden, etwas, was das ermöglicht hat, für Transparenz nicht nur damit der Krise zu schaffen, sondern den jeweiligen Gremien Chance gegeben hat, selber zu entscheiden, wenn ich etwas publik gehen oder nicht. Diskussionen an der Kommission haben sich aber entgegen meiner Hoffnung in sich an eine lange Veröffentlichung von den besuchten Rapporten während der Metall der Krise beschränkt. Als Proposition hat vorgesehen, dass aber Membre von den jeweiligen Gremien an der rejoinierendsten Mark Baum, wenn es auch nach dem Stimmrecht an den Gremien geht, wo am Moment immerhin ganze 8 Deputierten von 60 nicht mit einem Stimmrecht an der Konferenz des Präsidenten vertreten sind, notamment der linken Piraten, die Membre, die Stimmrecht hatten, so largement Majorität, hat entschied, ob aber ja in welcher Form etwas veröffentlicht gewirr. Brav, das Proposition gauf nicht zurückbehalten an der Diskussion, die auch den Reporter, dem ich merke, so für den Rapport, für die Vierarbeit durchgelöscht gauf, gauf eine neue Proposition ausgeschafft, die dann an der Kommission den Konsens fand, hat man Ziel, dass man überhaupt etwas geben kann, dass man wenigstens dir ein bisschen geben kann. Das weite Wäsch von Fenster groß abrappen an die Gremien mit transparent machen, wir sind definitiv just ein Spalt weit, wo ein dir abgemacht wird. Das ist aber ein wichtiger Spalt, weil gerade an diesem Etat der Krise, und das geht vom Leon Gloden ja auch ungeschwert, ginnet Prozessverboten, die aber die Interaktion zwischen den zwei Instanzen, den zwei Pouvoiren, der Exekutiv und der Legislativ, illustrieren und schmengen. Und da waren sich auch die Ad-hoc, an den Ad-hoc-Reunionen, und so schipferin eins, dass man zumindest das müssten öffentlich machen. Und so und dafür auch all den beteiligten Parteien natürlich merci, auch für die Unterstützung vom Prinzip, dass man wenigstens ein bisschen Transparenz rauskriegen. Ich persönlich hätte mir mehr gewünscht, ich bin auch getreten, für mehr Transparenz an Politik zu bringen, für mehr Offenheit heranzubringen. Aber wenn ich einmal da einen kleinen Beitrag zumindest heute kann lesen, da bin ich froh. Wir sind aber auch ein Trainer am Ende, dass man nicht mehr weit konnte gehen, dass man es nicht getraut hat, mehr weit zu gehen. Ja, ich höre heute schon traurig. Aber ja, so tat er ein Vertreter an den jeweiligen Kommissionen, traut ihr euch. Komm, ihr trauen euch, mehr transparent zu sein. Komm, ihr trauen euch der Population zu weisen, was an den Gremien für uns geht. Das meiste von der ist administrativ. Das meiste von der ist nicht mal de l'art pour l'art, mit das Arbeit. Es weiß, dass tatsächlich für so ein Plenum wie heute zu organisieren, es nicht durchgeht, einfach nur ein Projet de loi auf ein Löch zu setzen, mit dem es eben auch darum geht, Disponibilitäten zu gucken, wie ein Projekt prioritär muss sein. All das bleibt weiterhin für die Öffentlichkeit verstoppt. Die Chamber findet just an den normalen Kommissionen an der Plenia statt. Der Bestand bleibt weiterhin ein Mysterium. Wir hätten könnten mir weit gehen, wir meinen es heute nicht. Das Trainer meinen. Ich bin aber ganz froh, dass wir heute Unanimität können finden, für zumindest diesen Krisenorgan, den wir hier ad hoc geschaffen haben, mehr transparent zu machen. So nicht, merci. Merci vielmals, Herr Clement. Diskussion ist aufgeschlossen.